Ja, hallo zusammen. Heute ist es soweit. Heute ist er gekommen, der Trankia. Den Trankia wollte ich mir schon seit langem kaufen. Hab's immer vor mich hingeschoben, weil ich hatte ja ein anderes Kochgeschirr bis jetzt benutzt und habe gedacht, komm, im ein oder anderen Video sehe ich es immer. Der Trankia ist um einiges besser wie das, was ich bis jetzt verwendet habe. Habe gedacht, ich bestelle mir das Teil. Heute ist er gekommen. Und wir schauen uns den zusammen an. Zum Lesen muss ich wieder mal meine Brille aufsetzen. Wie gesagt, es gibt die Serie 27 und die Serie 25. Ich habe mich für die 27 entschieden. Die ist für 1 bis 2 Personen und die Serie 25 von 3 bis 4 Personen. So, der Inhalt ist der obere und untere Windschutz aus Aluminium, zwei Töpfe mit jeweils 1 Liter aus Aluminium, Bratpfanne, Nonstick, Brenner, Zange und Riemen. So, bis jetzt ist die ganze Packung noch wunderbar verschlossen. Ihr seid dabei und jetzt werden wir sie öffnen. So, da ist er schon mal wunderschön eingepackt mit den Riemchen zum Verschließen. Was man hier dann öffnet. Wunderschön mit der Aufschrift Trankia. Hier in der Plastiktüte ist die beschichtete Bratpfanne drin. Noch dabei ist ein Heftchen, wo alles Mögliche noch drin steht, über den Trankia und so weiter, wo man auch noch mal lesen kann. So, dann haben wir den unteren Windschutz. Die erste Schüssel oder Topf sozusagen, der zweite Topf. Dann der obere Windschutz. Wie man gut sehen kann, hat er hier drei Aussparungen drin. Das Gegenstück ist hier auf den unteren, da werden sie übereinander gesetzt und leicht verdreht. Da ist es drin. Wenn die Klammern unten sind, passt auch schön der Kopf da rein. Und hier in diesem gelben Beutel ist das Herzstück der Brenner mit dem Dosierer für die Flamme, wo man einstellen kann. Mit einem Schraubdeckel drauf, mit Dichtung, dass nichts ausläuft. Der eine oder andere kennt es ja. Wir lassen gleich mal offen. So, da kann man das noch mal runternehmen. Dann kann man das schöner sehen, wenn ich hier in die Mitte rein den Brenner tue, hier rein Spiritus anzünden und den oberen Windschutz einfach wieder drauf macht. Wie gesagt, die Zange ist dabei, wo man die Bratpfanne hier oben reinstellen kann. So, alles schön fest, wackelt nichts groß rum, gell? Kann dir nichts runterrutschen von den Kocher. Und wenn die Klammern innenliegend sind, im Prinzip wieder reingeklappt, kann man mit den Griff auch machen wieder die Töpfe reinstellen. So, das Ganze muss ich noch mal gucken, hier auf den Karton, da habe ich ihn, hier ist er. Hat ein Gewicht, das Komplettpaket, von 725 Gramm. Die Töpfe haben einen Durchmesser von 14 cm und 7 cm Höhe oder Tiefe, wie man auch sagt. Also für mich als eine Person oder mit zwei Personen würde ich sagen, vollkommen ausreichend. Auf jeden Fall werde ich
die nächste Zeit diesen Kocher testen, das ein oder andere Gericht zubereiten und vielleicht seid ihr auch wieder dabei, wenn es dann wieder heißt Jahren auf Dur und Kochen im Trankjahr.